Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner du Tagesdosis. Immer noch, ne? Ist dir aufgefallen? Angeberwissen, ich mach mal hallo, hallo, hallo. Genau. Ja, hier Jana ist der Pujan und ich bin der Sashi und wir haben heute den 2. Oktober und wir haben auch ein Geburtstagskind. Bam, 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 bam. Xavier Naidoo, der alte Kiver, ist nämlich geboren am 2. Oktober 1971. Also 71. Auch ein genau. Guter Sänger, ne? Also der ist guter Sänger. Als er angefangen hat, fand ich die Texte ganz gut. Danach wurde er ziemlich schmulzig, schnulzig und hat immer dasselbe gemacht. Dann hat er sich selbst in der Öffentlichkeit eigentlich so rausgekifft, gekickt, meine ich, weil er dazu gestanden hat und alle gesagt haben, haben sie gesagt. Wurde auch so abgedruckt in der Zeitung. Also genau so haben sie es gesagt. Ja, hat dann mit den Söhnen Mannheims noch einige Erfolge gefeiert, ja. Wo zum Beispiel auch der Henning von H-Blocks dann mitgemacht hat. Ja. H-Blocks, saugeile Band, gibt's leider nicht mehr. Ja. Und der Xavier, den man bei uns Bayern nennt, Xavier, hat Geburtstag. Der hat Geburtstag. Servus Xavier. Bravo Xavier. Zünftigis. So. Nee. Ja. Genau. Am 2. Oktober 1992 ist etwas mit Sofia passiert. Da ist der frühere Regierungschef in Sofia. Nicht in Sofia, sondern in Sofia, bulgarische Hauptstadt, ist der frühere Regierungschef Andrei Lukanov auf offener Straße peng peng erschossen worden. Scheiße. Macht man ja nicht. War blöd für ihn, ne? Hätte man die Straße nicht vorher zumachen können? Nee, offene Straße. Warum wurde er erschossen? Wahrscheinlich, weil man ihn tot sehen wollte. Hey, ja. Das ist kein lustiges Thema. Ja, liegt, ja. Ja, die ist nicht lustig, auf jeden Fall. Finde ich witzig. 2. Oktober? 2. Oktober, Nationalfeiertag in Indien. Oh. Das ist da, wo die ganzen englisch sprechenden Callcenter-Agenten herkommen. Guck mal, jetzt ohne Scheiß, guck mal, Gandhi und du. Wenn du jetzt noch so eine Nickelbrille hättest... Gut, der ist natürlich ungefähr 80 Kilo leichter. Gandhi Jayanti ist geboren worden am 2. Oktober, wurde dann aufgrund, er hat ja in UK, in England hat er ja Jura studiert. Richtig. Ist dann wieder zurück und hat anstelle für einen Großkonzern zu arbeiten, sich eben für die Inder, für die Armen und für die... Unabhängigkeit Indiens eingesetzt, nach und nach. Die Bewegung wurde immer größer und er hat das Ganze gewaltlos gemacht. Ja. Ja, also er hat nicht die Gewalt losgemacht, damit sie losgeht und alles bum, bum, bum. Nee, sondern komplett ohne Gewalt. Mahatma hat man ihn genannt. Das war sozusagen der Ehrentitel. Deshalb ist er bekannt als Mahatma Gandhi. Wurde leider erschossen von einem verwirrten Inder, der muslimischen Glaubens war. Und noch während er gestorben ist oder am Sterben war, er wurde angeschossen, hat er ihm verziehen und das ging wirklich durch die Welt. Mahatma Gandhi, ganz großer Kerl, den haben sie nicht klein gekriegt. Und er war maßgeblich daran beteiligt, im Gegensatz zu David Hasselhoff bei Deutschland. Er war tatsächlich maßgeblich daran beteiligt, dass sich in Indien was getan hat, nämlich die Unabhängigkeit. Ja, genau. Am 2. Oktober 1958 hat Elvis Presley seinen Wehrdienst in Deutschland aufgenommen, nämlich in Friedberg. In Friedberg. Ja, ganz in der Nähe hier von unserem hier, Studio. Eigentlich direkt die Tür raus. Direkt zack, hier, war zack die Bohne. Das war 1958 am 2. Oktober. Fandst du Elvis gut? Kann mich nicht erinnern. Nee? An die Live-Auftritte. Nee, aber grundsätzlich. Ich fand den ganz gut. Man hat ja über Elvis gesagt, er ist der erste weiße Sänger, Musiker gewesen mit einer schwarzen Stimme. Richtig. Und die Filme waren ganz witzig damals. Und die Mucke war eigentlich auch ganz gut. Er hat halt leider, genau wie Sascha, zu viele Medikamente genommen, ist aufgedunsen und am Ende, leider nicht wie Sascha, krepiert. Ja. Aber guck mal, was nicht ist, das kann ja auch noch werden. Genau, Elvis Presler. Ja. Presskopf. Presskopf. Ja. Das war das. Daily am 2. Oktober und wir sehen uns morgen wieder am 3. Oktober. Da ist Feiertag. Deswegen könnt ihr auch schön reinschalten wieder. Und der Pujan ist nicht da. Ja, da feiere ich. Cheerio, Miss Sophie. Ciao.